Brandenburgerinnen und Brandenburger sind etwas ganz Besonderes. Zwischen Oder und Elbe stehen im Vergleich zum bundesdeutschen Durchschnitt pro Person 0,8 Hektar mehr politischer Gestaltungsfreiraum zur Verfügung. Die Menschen im Land verfügen über 36% mehr Fremdsprachenkenntnisse und eine um 28 PS höhere Pkw-Motorisierung als der Durchschnittseuropäer. Zudem hat Brandenburg... Geh hoch, was soll das? Schieß los! Hier geht es um die Brandenburgische Landeszentrale für politische Bildung. Ja eben. Die macht doch ihre Arbeit nicht für irgendjemanden. Die Brandenburgerinnen und Brandenburger kommen tagtäglich mit Politik in Berührung. Dabei scheinen die Themen im Land oft gar nicht so politisch. Trotzdem sind sie es. Theo, weiter. Die Brandenburgische Landeszentrale für politische Bildung steht für eine sachliche, ausgewogene und anregende Aufbereitung aktueller politischer Debatten. Bei der Vielzahl an Nachrichten und Medien hilft sie, den Überblick zu behalten und das Wesentliche zu erkennen. Ganz gut. Und jetzt, Theo, wie macht sie das? Sie erarbeitet Online-Beiträge und versendet Sachbücher und Newsletter zu aktuellen politischen Themen. Sie lädt zu Lesungen, Diskussionsrunden und Ausstellungen ein. Alle Angebote und Termine finden sich auf der Internetseite und können dort von jeder und jedem ergänzt und kommentiert werden. Ist ja unglaublich. Bei allen Veranstaltungen ist der Eintritt frei. Theo, nicht abschweifen. Die Brandenburgische Landeszentrale für politische Bildung unterstützt Sie bei Ihrer Meinungsbildung und politischen Teilhabe. Unterstützung bei politischer Teilhabe? Also zum Wahllokal schaffe ich es noch alleine. Theo, wählen ist doch nur eine Möglichkeit. Lies einfach weiter. Vereine und Bildungsinitiativen, deren Aktivitäten sich an Brandenburgerinnen und Brandenburger richten, kann die Brandenburgische Landeszentrale für politische Bildung unterstützen, als Berater und auch als Geldgeber. Wie die Projektförderung für freie Träger genau funktioniert oder wie Sie Publikationen aussuchen und bestellen können, erklären zwei grandiose Filme auf der Internetseite der Landeszentrale. Diese einzigartigen Zeugnisse einer weltweit gefeierten... Theo, genug, danke, wir haben's im Kasten. Gut, aber sag mal, warum machen die das? Wollen die denn wirklich, dass wir uns politisch einbringen? Ja, Theo, genau darum geht es. Um den mündigen Bürger. Ach so, der Brandenburger Bürger. Brandenburger. Brandenburger? Theo, das ist genial. Ich weiß.